So, da sind wir wieder bei Uin. Und ich muss meine Tastatur erst wieder umstellen. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das Spiel kostenlos ist? Ich sollte vielleicht mal den Download-Link irgendwo posten. Ach ja, das muss ich ja noch wegmachen. Dann geht's direkt mal wieder zu dem Vulkan, wo wir letztens waren und verreckt sind. Und wir brauchen auch noch 37 36. Na, aber ich werde hier nicht jetzt farmen. Ich glaube, wir werden hier noch oft genug lang fliegen müssen, da ich mich so dämlich bei dem Spiel anstelle. So wie gerade eben. Halb tot. Das kann ja was werden. Wie es aussieht, sind diese Blitzteile da oder was das sein soll. Eher aggressiv zu mir, also greif mich an. Und wahrscheinlich wäre es doch besser, zuerst die ganzen Kites zu töten und dann in Ruhe zum Vulkan fliegen zu können, damit man volles Leben hat. Aber die ganzen Kites zu töten wäre jetzt langweilig in der Aufnahme. Das mache ich dann doch lieber zwischendurch. Es wäre für euch langweilig, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier nur die scheiß Kites ab. Also die Drachen abschieße. Ach, hier kann ich auch schon gleich runter. Gut zu wissen. Dauert aber lang halt bis zum Vulkan. Endlich. Ich bin sprachlos. Hab wirklich keinen Plan, was ich sagen soll. Und jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo ich anscheinend die weißen oder schwarzen Teile da nicht berühren darf. Oder einfach nur auf die Augen achten muss. Okay. Ich glaube, ich pausiere mal die Aufnahme und tu da kurz die ganzen Kites und auch die Unterwasserviecher ausschalten. Und tu dann mal weitermachen. So, da sind wir wieder, und zwar tot. Die Kites abzuschießen war eine saudämliche Idee. Ihr wisst ja, dass wir noch 18 Nuthatch abschießen müssen, wo einer da unten war, in der Höhle, wo wir das Ei geklaut haben. Tja, und jetzt bin ich mir nicht mal mehr sicher, ob wir es überhaupt noch lebendig zum Vulkan schaffen können.
Warum, werdet ihr euch wahrscheinlich schon denken, aber falls ihr nicht drauf kommt, werdet ihr ja gleich sehen. Ach man, ich bin richtig gearscht jetzt. Ah, verdammt. Ich habe keinen Plan, wie man den am besten ausweicht. Oh, endlich beim Vulkan und nur zwei Leben. Nur noch eins. Natürlich muss das Vieh genau unter mir spawnen, ne? Verdammt. Drei Leben auf einmal. Mist. Ah, einfach zuerst hoch, dann wieder runter. Hat's ja gerade vollgebracht. Schon wieder nur zwei Leben. Ach, leck mich doch. Ich mal aufgehört, nachdem es noch einen Kite gab. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Vogel hier abstürze? Ah ja, zuerst verreckt der Vogel und dann ich. Ist ja super. Hätte ja sein können, dass da eine Schatzmap war. Hier sind ja meine 5 Karten. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich da hinkomme. Tja, das werde ich ja dann sehen. Ich habe... Und ich bin ja auch ziemlich dämlich. Ich könnte ja mal bei dem Vulkan in die andere Richtung gehen. Ach man. Ich bleib jetzt hier ganz hinten am Bildschirm. Was auch nicht gerade die beste Lösung ist. Mal mit 3 Leben geschafft. Komm, schwimm schneller. Verdammt, ich habe keine Kugel. Verdammt. Oben links war aber ein Eingang. Ich glaube, da schwimme ich mal hin. Durch die Monster. Obwohl ich da ja sterben werde als ankommen. Aber ein Versuch ist ja wert.
Auch so ein Mistvieh muss immer direkt unter mir spawnen. Ich schwimme einfach mal durch, bevor die Monster spawnen. Tatsächlich, da ist ein Speicherding. Falsche Richtung. So, ich will eigentlich gar nicht wissen, was sich jetzt verändert hat. Anscheinend gar nichts. Kann ich hier unten eigentlich laufen? Nein. So, jetzt müssen wir aber wenigstens nicht mehr hin und her fliegen. Ja, und ich würde sagen, dann tun wir jetzt mal die übrigen hier töten. Ah, falsche Richtung. Vor allem, dass er da unten im Wasser nicht ertrinkt, ist ja auch ziemlich unlogisch. Aber ich muss schon sagen, diese oldschool-mäßige Zeichnung gefällt mir. So schwarz-weiß richtig alles noch. Ein Oktopus. Zwei Oktopode. Verdammt. Ich muss noch neun von diesen Teil mit den Stacheln umbringen. Tja, immer wenn ich irgendwas umbringe, kommt was Schlechteres. Ich glaube, ich sollte damit aufhören. Also jetzt für mich schlechter. Schießen die zurück? Genau da, wo ich stand, ist wieder respawned. Scheiß Oktopus. Kann ich den eigentlich irgendwie besiegen? Sieht der nicht so aus. Oh, tatsächlich. Oder ist einfach nur abgehauen. Von dem brauche ich noch 17. Ist ja mies. So. Weg ist das. Oh, genau wieder in meiner Nähe. Fünf, sechs geladen. Müsste reichen. Ich bin gleich wieder tot, aber ich glaube, diese Oktopoden waren auch die bei der einen Map, wo wir vorhin durch diese weißen Teile da gestorben sind. Da waren ja auch solche Augen. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie das gewesen sind. Diese gelben Teile ihre scheiß Blitze waren. Ach ja, wenn man hier ganz nah auf dem Boden ist, unter Wasser, dann schießt der gar nicht. Beziehungsweise es bleibt im Sand wahrscheinlich stecken. Und ich würde jetzt gerne mal gucken, wie viel ich noch von denen brauche. Ganze 17.
Also ich glaube, wir müssen die auch töten, damit wir da drüben überhaupt weiter schwimmen können. Ach, Mist. Hallo? Octopus da. Ich brauche also 5 Treffer für die, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Das Problem ist, dass immer 2 kommen. Oh, und jetzt schwimme ich auch noch weg, ey. So kann man sich doch gar nicht anstellen. Bam, bam. Und weg ist er. Ich glaube, der hat sich, ist einfach nur abgehauen, anstatt dass er gestorben ist. Oh, und schon wieder schon. Ach, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Ist ja eigentlich egal, wo ich die kämpfe. Hauptsache, ich bekämpfe sie. Die mit ihren trickigen Elektroschocks. Vor allem unter Wasser, ne? Och, ist klar. Noch 15. Na, das kann ja was werden. Nee, ich gehe wieder nach unten. Nee, das sind nicht die Oktopusse. Oktopoden. Mist, da kommen überhaupt nicht entlang, wie es aussieht. Vielleicht war ja dafür der Schalter. Vielleicht war er aber auch für oben, weil da wird ja, wenn man da was drauf schießt, die Gegend ja immer verändert. Ein bisschen. Das hier ist geblieben, wie es ist. Ist das ein Scherz? Wenn die Oktopoden da hochschwimmen, ist da vielleicht eine Art Geheimgang. Ich komme hier nicht weiter hoch, schade. Ich habe den doch schon 5-mal getroffen. Frag mich, was passiert, wenn wir wieder nach oben schwimmen. Vielleicht wartet da ja der Vogel auf uns. Oder wir kommen gar nicht mehr hier raus. Verdammt.
Also doch 6 Treffer. Und noch 12 von denen. Er freut sich einfach der Hintergrundmusik. Ich bin mal ein bisschen still. So, bin tot. Ich würde sagen, ich beende hier auch den Part. Kann hier endlich Battlefield zocken. Nee, das lasse ich mal weiß. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.